Hallo, mein Name ist Gregor Wold und ich habe ein Problem. Ich bin nicht adoptiert. Ich fühle mich wie eine Laune der Natur. Nicht bewusst gewollt und wirklich in das Leben geholt. Einfach so passiert, wie ein Fehler, wie ein Fauxpas. Es ist super egoistisch gewesen von meinen Eltern, mich zu behalten, anstatt das Glück mit der Welt zu teilen. Ich habe im Brutkasten schon gemerkt, dass da irgendwas anders läuft. Gregor wird sich nie auf die spannende Suche nach seinen realen Eltern machen können, weil er sie bereits kennt. Da er nie adoptiert wurde, bleibt ihm dieses Abenteuer auf immer verwehrt. Mitunter eine der schlimmsten Erkenntnisse war, dass ich gemerkt habe, dass meine Eltern mir einfach so verdammt ähnlich sind. Auch körperlich. Zu begreifen, dass das gleiche Blut durch die Adern fließt, widert mich an. Miteinander zu reden? Sinnlos, quasi Zeitverschwendung. Kommt nichts bei raus. Es ist wie, als würdest du mit dir selber reden. Abartig. Gregor beschäftigt sich seit Jahren viel mit Studien, die deutlich zeigen, dass adoptierte Kinder klüger, schöner und glücklicher sind. Kinder, die selbst nie adoptiert wurden, neigen auch als Erwachsene dazu, ihre Kinder zu behalten und erzeugen dadurch eine dunkle Spirale unglücklicher Menschen. Ich würde mich ja selbst zur Adoption freigeben, aber bei mir ist es einfach zu spät. Der Ofen ist aus. Deswegen mein Appell an alle Geburtshelfer da draußen, an alle Hebammen und Menschen, die das Schicksal von anderen Menschen in der Hand haben. Mischt ordentlich, schon in der Geburtenstation. So, wir haben uns überlegt, wie wir dir helfen können. Und zwar haben wir dafür gesorgt, dass du dich rechtlich selbst adoptieren kannst. Ach echt? Tja. Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Ich bin doch mit mir selbst verwandt. Schade, dass die Sendung mir nicht helfen konnte. Hier geht's zu weiteren Leuten, denen die Sendung nicht helfen konnte. Und ich muss kurz telefonieren. Hallo, Thomas? Hey, Tommy. Ja, ich habe gehört, du bist jetzt bei Wetten, dass draußen. Und die Haribo-Sache läuft auch nicht mehr. Da habe ich gedacht, hättest du nicht Lust, mich zu adoptieren? Schade.